Ja, wow, was für ein Intro. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, heute möchte ich mit euch den ersten Eindruck mit dem Jot Touch mit euch teilen von Adonit. Denn vor kurzem habe ich den geschickt bekommen, hatte noch keine richtige Zeit, war noch im Urlaub, aber jetzt gucke ich mir das erste Mal an und ich nehme es hier direkt mal auf. Er ist in so einer schönen, schicken Verpackung, wie Adonit das immer gerne macht. Sieht erstmal gut aus, ist so metallmatt hier, bräunlich, sollte eigentlich ein Grau sein. Vorne zwei Taster hier, ne, die haben auch einen guten Druckpunkt, so eine Wippe ist das, ne? Klickt gut, ja. Und die ganz schmale Spitze hier, ne? Die gibt auch ein bisschen nach. Der Stift soll ja auch drucksensitiv sein, also er soll schon merken, wie stark man aufdrückt. Ja, klackt ein bisschen, nicht so doll wie die anderen, müssen wir mal gucken. Ja. Vorne auch gummiert, dass es sich gut anfasst. Und hier hinten ist diese Lademöglichkeit, da kommen wir gleich zu. Ja. So, gucken wir uns den Stift dann mal im Vergleich zu meinem Bamboo an. Das ist ja ein passiver Stift, ist der Bamboo. Der Adonit, den ich hier links in der Hand habe, der ist ja aktiv. Das heißt, der hat einen Akku, der muss aufgeladen werden. Hier sieht man mal den Unterschied. Der Bamboo deutlich schmaler, kleiner, ein bisschen fipsig dagegen. Ne? Und von der Länge, wenn man die Kappe abmacht, sieht man schon einen Riesenunterschied. Ne? Also eher ein kleiner Stift. Und die Spitze ist natürlich bei dem Bamboo, dem passiven Stift, deutlich dicker. Er hat ja dieses Kohlefasergeflecht, was aber ein gutes Schreibgefühl wirklich gibt. Ne? Also man sieht hier schon einen großen Unterschied. Gucken wir mal in die Box, was da noch so alles gibt. Ja, hier jetzt ist ja wahrscheinlich so eine Kurzanleitung. Ja genau, hier Schnellübersicht dabei, brauchen wir erstmal nicht. Und hier unten, genau hier ist dieser USB-Stecker, der den Adonit auflädt, den Akku des Adonits. Also der lädt hier, man wird hier so reingesteckt, so ein bisschen wie man das kennt von einer elektrischen Zahnbürste. Ne? Wird dann, der hält auch gut, so wie dieses MagSafe von Apple, um MacBooks zu laden. Ne? Also man kann den prima in Powerbook so von der Seite reinstecken. Beim iMac natürlich, da sind die USB-Stecker hinten ein bisschen schwieriger. So liegt er gut in der Hand, vom Gefühl her, muss ich sagen, ziemlich optimal. Ja, die Tasten lassen sich hier mit dem Zeigefinger auch gut erreichen. Ja, das macht erstmal auf mich einen guten Eindruck. Also Verarbeitung vom Gefühl her, wie er in der Hand liegt, sehr gut. Ich werde ihn jetzt mal ein, zwei Wochen testen und gebe euch dann mal wirklich ein ausführliches Review und Feedback, wie der sich im Praxistest dann so macht. Solltet ihr zwischenzeitlich Fragen zu dem Stift haben, einfach hier auf YouTube oder auf meinem Blog unter larsbobach.de. Danke und auf bald!